500 Jahren bleiben nur noch 5 Tage. Wir werden jede Minute nutzen, Hoheit. Unsere langen Ermittlungen haben sich gelohnt. Alles auf einen vagen Verdacht hin? Wer nicht wagt, die Daten stimmen alle überein. Sie ist unsere letzte Hoffnung. Viel Erfolg in Berlin, Archibald. Wie hältst du das nur aus hier? Ich hätte dir ein ruhigeres Plätzchen suchen sollen, Mama. Sie sind ein Genie, Isabel. Ich danke Ihnen. Vorne wartet ein Kunde auf dich. Geld und Manieren, ganz seltene Kombination. Ich werde ihn vertrösten müssen. Er hat extra nach dir gefragt. Herz ein. Ja, wirst du eh nicht lang anbehalten. Mama, das ist ein Date und keine Liebesnacht. Ja, noch ein. Guten Tag, ich bin Isabel. Sehr erfreut. Gestatten, Archibald Kent, Gesandter des Königreichs San Ferino. Zu Ihren Diensten. Ja, ich denke, da lässt sich was machen. Wie mein? Haben Sie schon mal über eine Tönung nachgedacht? Tönung? Das ist für Männer in Ihrem Alter völlig okay. Politiker machen Sie auch. Politiker? Ja. Ist es in Ordnung, wenn Sie in einer Stunde wiederkommen? Ich habe nämlich jetzt Mittag. Darf ich Königin Hoheit vielleicht begleiten? Das ist sehr freundlich, aber ich habe schon eine Verabredung. Entschuldigen Sie bitte meine Anmaßung. Titelfoto. Wiedersehen. Tschüss. Entschuldigung. Oh. Ich hoffe, es ist nichts kaputt gegangen. Sorry. Danke. Bekommt man da drinnen einen anständigen Haarschnitt? Bei mir schon. Ganz schön weite Reise für einen Haarschnitt. Naja, ist nicht gerade Paris oder London, aber immerhin die beste Adresse in Berlin. Hat Königin Mutter Sie etwa geschickt, um einen Stylisten zu finden? Für eine etwaige Krönung vielleicht? Mein lieber Conti, selbst wenn dem so wäre, hätte ich keine Lust, das morgen im Ferino-Express zu lesen. Ach, ewige Geheimnistuerei. Warum nicht gleich die Wahrheit sagen? Ne? Genauso entstehen wilde Gerüchte. Selbst die Wahrheit braucht Ihren richtigen Moment. Sie entschuldigen mich. Die Hoheit, aber die Zeit drängt. Soll ich Ihnen jetzt hier die Haare machen? Wir haben wichtigere Dinge zu besprechen. Entschuldigung. Sorry, hab es mir anders überlegt. Was für ein Mistkerl. Wie meinen? Das ist doch eine Unverschämtheit. Lässt mich einfach so hier sitzen und dann auch noch per SMS. Ich meine, wer bin ich denn? Genau deshalb bin ich hier, Königliche Hoheit. Was soll denn eigentlich der Quatsch mit Königlicher Hoheit? So, und jetzt noch mal von vorne. Thronfolgerin von... Wie heißt dieser Zwergenstaat? San Ferino. Habt ihr schon mal was von San Ferino gehört? Nein. Ich soll da Prinzessin werden. Das ist typisch. Da werde ich Prinzessin von einem Zwergenstaat, den kein Mensch kennt. Das Amulett. Aber eine Prinzessin wird nicht einfach so per SMS sitzen gelassen. Hab's mir anders. Das Amulett gehört ihrer Mutter. Gut, wir kannten uns. Das Amulett gehört ihrer verstorbenen Mutter. Gut geraten. Es ist das Wappen von San Ferino. Nur leider fehlt ein Teil. Darf ich?
König Victor hat dieses Amulett ihrer Mutter, Eva Roland, am 1. Mai 1979 geschenkt. Die beiden waren sehr ineinander verliebt, kannten sich aber nur 7 Tage. Das liegt bei uns in der Familie. Und 9 Monate später, am 11. Februar 1980, genau gesagt, mein Geburtstag, wurde die Thronfolgerin geboren. Ich? Eine Thronfolgerin. Dann ist König Victor mein Vater. War. Er ist tot? Ja. Ein tragischer Unfall vor 3 Monaten. Da weiß ich endlich, wer mein Vater ist, und schon ist er tot. Deshalb bin ich hier. Jetzt verstehe ich. Das freut mich. Wo ist sie? Wer? Versteckte Kamera. Die Kamera. Irgendwo ist sie doch. Haben Sie sie in Ihrem Knopfloch versteckt? Das ist doch keine Kamera. Ach, Sie stecken doch mit diesem Feigling unter einer Decke. Das ist doch keine Fernsehshow. Das ist ein Container mit mehreren Kandidaten, die Prinzessin werden wollen. Wer wird die Prinzessin? Nein, es gibt hier keine Kandidaten oder Kandidatinnen. Sie sind eine wirkliche Prinzessin. Sieht so eine Prinzessin aus? Wie sieht denn Ihrer Meinung nach eine Prinzessin aus? Ich weiß es nicht, so jedenfalls nicht. Hoheit, die Monarchie braucht Sie. Sie müssen es versuchen. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich muss gar nichts. Kapieren Sie das endlich, Sie Märchenonkel. Ich habe mich wohl getäuscht. Sie entschuldigen. Darf es sonst etwas sein, Hoheit? Prinzessin werden. Weil San Ferino 300 Sonnentage im Jahr hat. Und mein Job? Meine Wohnung? Meine Klamotten? Darum werde ich mich persönlich kümmern. Archie, kennen Sie eigentlich die Geschichte von dem mutigen Piraten und der schusseligen Prinzessin? Nein. Meine Mutter hat mir die immer erzählt, wenn ich nicht einschlafen konnte. Es gab da mal eine Prinzessin. Willkommen in San Ferino.
Ist er das? Das ist Victor Eduardo Alexander Ricardo de Farino III. Ihr Vater. Ist Ihnen unwohl? Der lange Flug? Augenblick. Kannten Sie meine Mutter? Leider nicht. Kein Zweifel. Der Hof hat eine Stylistin angeheuert. Sicher? Umsonst sollte er zum besten Salon in Berlin gehen. Zum Haare schneiden vielleicht. Vielleicht, wenn der Alte den nicht entwischt wäre? Was sagt denn der Salon? Tut natürlich so, als wissen Sie von nichts. Je mehr ein Gerücht dementiert wird, desto wahrer ist es. Stimmt. Das heißt, es gibt einen Thronfolger. Und eine Krönung? Tja, Prinz oder Prinzessin? Genau. Zu spät für die Morgenausgabe. Leider wahr. Aber vielleicht doch besser, die Monarchie nicht gleich an die Defensive zu zwingen. Rocco, du bleibst morgen vorm Palast den ganzen Tag. Alles klar, Chef. Ich hol mir Donna und Silvio ans Telefon. Lieber die gute alte Krone als diese beiden miesen Spekulanten. Das ist mir egal. Hauptsache, es verkauft Zeitung. Ja. Und du, mein Star-Reporter, du machst dich morgen an die Friseuse ran. Mit all deinem Charme und Verführungskünsten. Es kostet extra. Wir sind soweit. Auf Sendung 3, 2, 1. Guten Morgen, San Ferino. Wir sind wieder vor Ort und werden für Sie live von den Ereignissen aus dem Palast berichten. Guten Morgen, Hoheit. Gut geschlafen, Hoheit? Archie, was mache ich denn jetzt? Küsse ich ihr die Hand? Oder mache ich einen Knicks? Oder... Seien Sie einfach Sie selbst. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Keine Bange, sie beißt nicht. Und wie spreche ich Sie an? Hallo, Oma? Königliche Hoheit, Prinzessin Isabella, Francesca, Jacqueline, Gertrude, Natascha, Camille de Ferino. Willkommen, mein Kind. Guten Tag. Es ist sicher alles ein bisschen viel auf einmal und so unerwartet. Ja, das stimmt. Ich hatte eigentlich was anderes vor. Wie können wir helfen? Oh, Gertrude. Woher kommt das? Also ich meine, Isabella, Francesca, Camille und so weiter ist ja alles wunderbar, aber Gertrude? Gertrude Gräfin von Meierhof, Cousine dritten Grades aus dem Haus der Herzberger. Ah. Und kann diese Gertrude nicht einfach Prinzessin werden? Die Verfassung verlangt einen Erben in der direkten Linie. König Viktor III. War mein einziger Sohn. Und nach dem tragischen Autounfall mit seiner Gattin... Woher wusstet ihr denn überhaupt, dass es mich gibt? Ich meine, 25 Jahre später.
Mein Sohn und deine Mutter waren damals sehr jung, sehr verliebt und, naja, spontan. Und Archibald hat es ja tatsächlich geschafft, dich ausfindig zu machen. Es tut mir leid, dass ich deine Mutter nie kennengelernt habe. Sie muss ein guter Mensch gewesen sein. Sie war halt meine Mutter. Warum hat er sich nie bei uns gemeldet? Deine Mutter wusste nicht, wer Viktor wirklich war. König Viktor war damals inkognito in Berlin. An dem Tag, als sein Vater, Leopold II., plötzlich verstarb, musste er Berlin sofort verlassen. Die Krönung und sein sofortiger Amtsantritt waren unumgänglich. Er hat meine Mutter einfach sitzen lassen. Er hatte keine Wahl. Er war ihre große Liebe. Die Monarchie brauchte ihn. Und jetzt braucht ihr mich? Das Volk von Sanferino braucht dich. Das Volk. Also so ein richtiges Volk. Und wie viel sind so ein Volk? 20.173 nach dem Stand der vorgestrigen Zählung. Und die soll ich alle regieren? Nach der Krönung bist du das Staatsoberhaupt. Nach der Krönung? Also richtig mit Krone und Thron und so? Der kommende Sonntag wird zum nationalen Feiertag deklariert. Der kommende Sonntag? Andernfalls erlischt die Monarchie. Als erstes brauchen wir eine neue Garderobe. Oh, shoppen, das mache ich gut und sehr, sehr gerne. Die Shops kommen zu uns, Isabella. Reiten? Skaten? Fechten? Fußball? Das Kleid für die Krönung, damit fangen wir an. Bogenschießen? Oh, das klingt nicht schlecht. Sprachen? Nein. Musikausbildung? Blockflöte. Studium? Semester 2,5 Pädagogik. Auslandsreisen? Mallorca, Ibiza, Mecklenburgische Seenplatte, damals noch Ausland. Wohltätigkeitsorganisation, UNICEF, Greenpeace, Amnesty. Hertha BSC. Persönliche Leidenschaften? Meine Liebhaber? Das ist es. Ah, super. Oh. Also es ist sehr schön, aber ich bin ja schon eher der bequemere Typ. Aber nicht bei einer Krönung. Naja, wäre doch mal was anderes, oder nicht? Archibald, wir müssen Ihre Haltung verbessern. Als ist sie das? Zum Proben. Und wer ist er? Mit dem hat alles angefangen. Kapitän Ferrino. 1611 befreit er das arme Inselvolk von der Fremdherrschaft. Ein Pirat. Ich habe Piratenblut in meinen Adern. Er ist ja nicht besonders alt geworden. Er musste seine Ehre in einem Duell verteidigen. Eine tragische Liebesgeschichte? Eine Familienmarotte. Ach, ein sehr lesenswertes Buch übrigens. Oh, naja, solange es keine Tests gibt. Kaviar. Ein Geschenk von Iwan Fürst Iwanow.
Cousin sechsten Grades St. Petersburg. Mmh. Er schmeckt köstlich. Mmh. Hier jetzt? Mmh. Im Salon. Soll ich sie wegschicken? Wen, mich? Nein. Die Aasgeier, die schon seit Monaten über dem Kadaver der Monarchie kommen. Donna Tomasi und Silvius Cuco, die zwei hartnäckigsten Vertreter des Kabinetts. Aber sie zu vertrösten wäre suspekt. Allerdings, es ist kein günstiger Moment, ihn Isabella vorzustellen. Hm. Entschuldigung. Ich verstehe. Ich habe eh einiges nachzuholen. Sie finden den Weg alleine? Auf jeden Fall, Archie. Ich habe ein Orientierungssinn wie eine Brieftaube. Bis später. Oma. Verzeihung. Hoheit. Oma. Ein Thronfolger bereitsteht, dann haben wir als Mitglieder des Kabinetts doch ein Recht, den Prinz kennenzulernen. Sie, Donna, ein Chauvinist. Wie bitte? Kein Prinz? Eine Prinzessin. Sie haben es erfasst. Ach, und diese Prinzessin ist eben mal rechtzeitig aus einem hundertjährigen Schlaf erwacht, um ihre Monarchie zu retten. Nein, die sieben Zwerge haben sie vorbeigebracht in einer Kürbiskutsche. Wer ist sie? Wo kommt sie plötzlich her? Das ist doch völlig unmöglich. In ganz San Ferino gibt es keinen blutverwandten Erben. Sie haben ja so recht, meine Liebe. Geduld. Der Hof wird ein Bulletin herausgeben in den nächsten Tagen. Diese Monarchie hat nicht mal ganze fünf Tage Hoheit. Sie hängt am letzten Faden. Ich weiß, Sie würden es genießen, der Monarchie den letzten Dolchstoß zu versetzen. Wenn es die Zukunft San Ferinos so will. Die Zukunft? Ein Steuerparadies mit Bettenburgen, geheimen Bankkonten und inoffiziellen Briefkastenfirmen? Finanzielle Einnahmen, von denen ganz San Ferino profitieren wird. Und Sie am meisten, Donna Tomasi. Tatsache ist, Sie können dem Volk am Sonntag nicht einfach eine Prinzessin vorsetzen. Hoheit, das wissen Sie selbst. Ich bin die neue Prinzessin, Principessa. Ich muss da rein. Nein, keine Führung, ich bin die Prinzessin. Sai che succede quando sono con te?
che questo succede quando sono con te. Senti che pace quando sono con te. Schöner Tag für eine Spritztour. Das stimmt, ja. Respiro profondo. Mein Roller steht da vorne. Per tutto quello che c'è di te. Ma stare con te è come stare con Dio. Mi sento parte del mondo che sento più mio. Tutto questo succede quando sono con te. Da haben wir wohl jetzt ein kleines Problem. Ach nein. Ganz heiß von Helenas Kabinettspitze. Auf jeden Fall weiblich. Hm? Berlin. Berlin? Sie sind die neue... Marco, was soll ich jetzt machen? Vom Palast rumhängen, oder was? Halt doch einfach mal die Augen auf und deine Hormone im Griff, okay? Gut, super, danke, ciao. Sie haben den Job. Glückwunsch. Naja, irgendjemand muss es ja machen. Naja, bist du bestimmt eine Menge Verantwortung, oder? Hm. Als Friseurin gehört man ja schließlich zum intimsten Kreis der Prinzessin. Als was? Entschuldigung, sagt man eher Stylistin, Beauty Consultant? Nein. Friseurin ist vollkommen okay. Okay, gut. Friseurin also. Und? Schon was zu sehen bekommen? Seit gestern? Naja, nicht wirklich viel. Prego, Signora. Ah, jetzt habe ich auch noch mein Geld vergessen. Ah, ist okay, lassen Sie mich das machen. Oh nein, das ist wirklich nicht nötig. Grazie, Signore, Signora. Dankeschön. Ich muss jetzt wieder zurück. Die Prinzessin hübsch machen. Wie meinen Sie das denn? Na, ist sie hübsch oder braucht sie viel Hilfe? Also eigentlich ist sie eher... hübsch. Eigentlich. Ich habe sie bisher einmal kurz treffen können. Schon haben Sie mehr gesehen als jeder andere hier in San Ferino. Ist es denn so wichtig, dass sie hübsch ist? Ja, was San Ferino brauchen könnte, das wäre eine richtige Märchenprinzessin. Tja, die gibt's aber auch nur im Märchen. Meistens nur mit Prinz. Oder Frosch. Das würde Ihren Job doch auch leichter machen, oder? Wie? Ja, wenn sie nicht erst von einem Frosch verwandelt werden müsste. Das war doch der Prinz. Stimmt, mit dem Kuss. Ich glaube, ich äußere mich jetzt nicht mehr zum Thema Prinzessin. Klar, Schweigepflicht. Ganz genau. Ja, Sonntag ist die Katze eh aus dem Sack. Oder der Frosch. Scusi, pardon. Alles okay bei Ihnen? Ja. Und, habt ihr sie gefunden? Ich habe nur die Bilder gesehen. Das ist doch der Dom, oder? Ja, das ist der Dom. Ich habe schon so viel von diesem Dom gehört. Den haben wir den Venezianern zu verdanken. Irgendwann waren sie alle mal dran. Kelten, Römer, Herzberger und Zollern. Und die Ferinos. Ja. In letzter Sekunde gerettet von ihrer neuen Chefin. Oh. Sie sind kein Fan der Monarchie? Könnte das Geld sinnvoller investieren. In Schulen zum Beispiel, Spielplätze, Universität. Wie findet es übrigens statt? Was? Die Krönung am Sonntag. Ach so. Ja. Stimmt. Haben Sie denn schon eine Frisur entworfen, damit die Krone richtig sitzt? Kurze Haare? Langhaare? Brünett? Blond? Schweigepflicht? Entschuldigung. Bin eben genauso neugierig auf unser neues Oberhaupt wie das ganze restliche Volk von San Ferino auch. Ich merk's. Ich sollte versuchen, wieder in den Palast zu kommen. Am besten durch den Haupteingang.
Wie wäre es noch einen kleinen Schluck zur Feier des Tages? Zur Feier? Auf unser Wiedersehen. Stimmt, ist schon sehr komisch. Marco ist da. Und er ist nicht allein. Das ist was Besonderes. Was redest du für ein Blödsinn? Bella. Sie ist etwas ganz Besonderes. Wann ist es denn soweit? Schon eine Woche drüber. Das Baby wartet, damit es mit der Krönung zusammenpasst. Ja, oder mit dem Ende der Monarchie. Nein, nein. Es gibt endlich eine neue Principessa. Tja, wie immer. Luigi ist bestens informiert. Lange nicht so gut wie du bei deinem Beruf. Aber ich würze es in der Gerüchteküche und serviere es meinen Stammkunden. Sagen Sie, was machen Sie jetzt eigentlich beruflich? Ich bin im Immobilienmakler. Also hauptsächlich für Objekte, die am Meer liegen. Ach, und deshalb waren Sie in Berlin? Ein Kunde, ja. Der wollte eine Insel kaufen. Eine Insel? Eine ganze Insel? Ja, eine ganze kleine Insel. Tja, ich verführe die Kunden hier mit dem Blick aufs Meer und Luigi da mit seiner Küche. Gerüchteküche. Ich war Luigi? Ja. Verführen, das tun wir. Ich hole einen Besen. Bring die Polaroid mit. Die Polaroid? Klar, Erinnerungsfoto für die Wall of Fame. Wall of Fame? Die Ahnengalerie. Luigis Stammkunden. Und wer ist das hier? Das ist Helena, meine Chefin. Aha. Ferino Express. Ferino Express Immobilien, weil wir so schnell sind. Schnell und gut. Mhm. So. Ja. Okay, mit mir und so, ja? Aber Sie müssen mit drauf machen. Okay. So, super. Dann noch eins mit der jungen Dame alleine. Oh, der Film ist alle. Luisa, haben wir noch mehr Film? Nein, Luigi. Ja, wie? Nein. Nein. Was nein? Ja, nein eben. Ich brauch das. Nein eben. Aber es ist schon in Ordnung. Ich hab hier mein Foto. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen, aber ich muss jetzt leider gehen. Ja, und das nächste Mal besorge ich noch mehr Film für eine Pinnwand. Nur mit dem Gesicht dieser schönen Frau. Mach dich nicht lächerlich, Luigi. Ach. Also vielen Dank nochmal, ja? Au! Oh! Geht's? Mhm. Danke. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich nicht gleich am zweiten Tag mit dem fremden Mann auftauche. Wie wär's mit dem fremden Mann und einer kleinen Bootstour morgen Nachmittag? Morgen habe ich volles Programm. Das hängt von der Prinzessin ab. Klar. Es geht zu einer Pirateninsel. Ich bin ab 4 am Hafen, ganz einfach zu finden. Und die Angela auch. So heißt das Boot. Ich kann's nicht versprechen. Danke. Marco! Mensch, Rocco, wo warst denn du? Hast du deine Kamera dabei? Super, gibt's sie auch in unauffällig? Komm, mach hin. Vorne am Tor die Friseurin. Ich bin die neue Prinzessin. Prinzessa? So can you call Archibald Kent? Guardia numero uno richiede Archibald Kent. Okay, reicht. Süß. Findest du? Von der würde ich mir nicht nur die Haare schneiden lassen. Mich interessiert nur die Prinzessin. Okay. Okay. Dankeschön. Sag Titelfoto. Prinzessin Isabella.
Ihr heutiger Auftritt war unvertretbar, unverantwortlich und rücksichtslos. Der Palast und Königin Mutter sind zutiefst besorgt. Königliche Hoheit sind verletzt. Oh, ja, ich hab... Archie? Archie? Archie! Langsam, Archie, langsam. Lassen Sie mich raten. 85 Kilogramm? Mein Gewicht steht hier nicht zur Debatte, Prinzessin Isabella. Oh, Isabella. So hat mich meine Mutter nur genannt, wenn ich wieder Mist gebaut hatte. Das ist wohl hier der Fall. Ich war halt neugierig. Ich wollte mich ein bisschen unter das Volk mischen. 86 Kilo. Ich will Fotos von der Prinzessin und nicht von der Friseuse. Die kommen noch. Sonntag nach der Krönung? Wenn ich es richtig mache, werde ich ja gar nicht eingeladen. Dann mach es endlich richtig. Für Sie. Also nicht in die Morgenausgabe. Wir sind der Express. Unsere Leser erwarten Sensationen auf der Titelseite und momentan gibt's nur eine Sensation, aber die haben wir nicht. Die Friseurin ist ein super Aufmacher mit der richtigen Schlagzeile. UFO landet in Ferino. Kennedy wird König. Niemand ist so nah dran wie ich. Okay? Nein, die Ausgabe bleibt so, wie sie ist. Die Monarchie... Sie steht auf dem Spiel. Und ich bin Luke Skywalker. Frodo? John Wayne? Unsinn. Die Monarchie ist etwas durchaus Repräsentatives. Nicht mehr und nicht weniger. Sie ist das Fundament von San Ferino seit 500 Jahren. Und mit Ihrer Hilfe, Hoheit, können wir die Verbindung zur Vergangenheit und zur Tradition wiederherstellen. Wer würde mich denn als Prinzessin wollen? Ich jedenfalls nicht. San Ferino will eine echte Märchenprinzessin. Wer möchte das nicht? Ich zum Beispiel. Was möchte denn die Friseurin? Vielleicht einen Märchenprinzen? Nein, will sie nicht. Sondern? Ich will einen Mann, der mich so liebt, wie ich bin. Und sie nicht sitzen lässt, nehme ich an. Ja. So einen wie Sie, Archie. Nur eben jünger. Bitte tun Sie mir einen Gefallen und verschwinden Sie nicht wieder spurlos, ja? Und bitte halten Sie sich von der Presse und von den Paparazzi fern. Ach, aber mich kennt kein Mensch. Niemand hat die neue Prinzessin bisher gesehen. Ich bin das bestbehütete Geheimnis von ganz San Ferino. Und so soll es auch bleiben. Hoheit. Oma. Mein Kind. Du fühlst dich besser? Besser? Ja, alles in Ordnung. Ich fühlte mich nur etwas erschöpft. Archie, bald hilft meinem Monarchieverständnis etwas auf die Sprünge. 500 Jahre lebende Tradition, das Fundament der Vergangenheit. Sehr gut. Leider ist es mir nicht gelungen, den Kabinettsausschuss zu vertrösten. Oh, das tut mir leid. Daher gibt es morgen Abend einen kleinen Empfang, um zu beweisen, dass es tatsächlich den Gerüchten entsprechend eine leibhaftige Prinzessin gibt. Morgen Abend, 19:30 Uhr, im kleinen Salon. Gute Nacht, mein Kind. Gute Nacht. Und Archibald, quälen Sie Isabella nicht zu lange mit dem langweiligen Monarchiekram. Eine Prinzessin braucht ihren Schönheitsschlaf. Allerdings nicht länger als 100 Jahre. Guten Morgen, San Ferino. Ganz San Ferino stellt sich im Moment nur diese eine Frage. Verbirgt sich hinter diesen Mauern tatsächlich eine Prinzessin? Oder erleben wir gerade die letzten Tage der Monarchie in San Ferino? Der Palast hüllt sich in Schweigen. Aber was meinen Sie, liebe Zuschauer? Rufen Sie uns jetzt an. Helena? Donna, was gibt's denn?
Ich habe was für Sie. Nur für mich? Exklusiv? Natürlich exklusiv. Wissen Sie, was heute im Palast passiert? Meine Leser lieben alles, was im Palast passiert. Ein großer Empfang. Mich jetzt um die Details der Krönung kümmern. Entspann dich ein wenig für den Empfang heute Abend. Alles wird gut. Das mache ich, Oma. Königliche Hoheit. Oh, und was kommt jetzt noch? Grace Kelly. Unauffällig, elegant, inkognito. Wie mein Vater damals in Berlin. Richtig, unerkannt. Sie haben heute sehr viel gelernt, Königliche Hoheit. Wir sehen uns heute Abend beim Empfang. Sie kennen den Weg? Noch ist es eine Pirateninsel. Im Kabinett wird demnächst darüber abgestimmt, ob hier nicht vielleicht ein größerer Hotelkomplex errichtet wird. Wie, aber das ist doch historisch hier. Denkmalschutz. Von hier aus hat doch Kapitän Ferino seine Revolution gestartet. Revolution? Er war scharf aufs Gold und auf die Frauen. Ja gut, er hat die Leute unabhängig walten lassen, aber wahrscheinlich auch nur, weil er für den Rest zu faul war. Ich denke, er ist aus Liebe in einem Duell gestorben. Das ist Palastpropaganda. Er hat dem Landbesitzer seine Frau ausgespannt und dann das Gold geraubt. Und der Legende nach hat er hier irgendwo seinen Schatz versteckt. Und jetzt verstecken wir uns hier. Mhm. Damit wir ungestört essen können. Na dann. Danke für die Mühe und die Zeit. Sagen Sie das Luisa und Luigi. Die haben das Ganze für uns zubereitet. Bitte. Ach so. Picknick aus der Gerüchteküche? Isabel. Alles bereit? Davon gehe ich aus, Hoheit. Und Isabella, ist sie nervös? Warum sollte sie? Es ist ihr Debüt. Soll ich gehen und ihr Mut machen? Nein, sie schafft das schon alleine. Eine echte Ferino eben. Wie bist du eigentlich zum Haare machen gekommen? Meine Mutter war Garderobiere am Theater. Und bei uns zu Hause lagen immer Stecknadeln rum. Und damit habe ich meinen Barbie-Puppen immer die Haare hochgesteckt. So richtig die ganze Stecknadel durch den Schädel ins Gehirn. Die Geschichte würde ich deiner Prinzessin nicht erzählen. Naja, und nach meiner Friseurausbildung habe ich dann selbst ein paar Jahre am Theater gearbeitet. Bis vor einem Jahr, als meine Mutter gestorben ist. Ich konnte nicht mehr ans Theater zurück. Zu viele Erinnerungen. Ja. Die sind wie ein Rockzipfel, an dem man hängt. Es gab mal einen kleinen Jungen, der war ein echtes Muttersöhnchen.
Wahre Geschichte? Hat meine Mutter mir erzählt. Na dann. Der Kleine wich nie von seiner Mutters Seite. Aber nicht, weil er Angst hatte, sondern weil er damals schon wusste, dass er später einem 2-Tonnen-Stier gegenüberstehen würde. Im tiefsten Inneren wusste er, dass eine große Aufgabe auf ihn wartete. Er wurde der berühmteste Stierkämpfer aller Zeiten. Anolete. Ja, genau. Manuel Laureano Rodriguez Sanchez, der Elvis des modernen Stierkampfs. Ich hatte den Namen vergessen. Manolete. Welche große Aufgabe wartet auf dich? Erstmal der Empfang. Ich muss noch ein paar Fotos machen. Für einen Kunden. Kannst du so lange baden, wenn du magst. Okay. Okay, probier mal. Und? Nee, noch nicht. Warte. Okay, probier's noch mal. Okay, lass es. Das ist ja wirklich sehr komisch. Das mechanische Universum ist mir ein Mysterium. Waschen, trocknen, legen? Meine Maschine dreht sich immer ein bisschen. Ach, und das bringt's? Ja, wenn's funktioniert, ja. Oh. Nein. Was? Das Amulett von meiner Mutter. Ich muss zum Empfang. Der Motor springt auch gar nicht an. Das stimmt. Thank you.
scheint, die Sache hat sich von selbst erledigt. Es gibt eine echte Friseuse, aber keine echte Prinzessin. Vielleicht hat sie einen Glasslipper verloren. Oder sie hat sich auf dem Weg von der Küche hierher verlaufen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Haben Sie mir etwas zu sagen, Archibald? Hoheit, ich bitte um meine Entlassung. Unsinn. Lassen Sie die Farce hier ab und dann finden Sie Isabella. Sehr verehrten Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Für die große Absage. Für Königliche Hoheit, Prinzessin Isabella, Francesca, Jacqueline, Gertrude, Natascha, Camille de Ferrino. Eine echte Ferrino? Nie im Leben. Tochter und Thronfolgerin unseres verstorbenen Monarchen. Tochter. Sensationell, Marco. Gute Arbeit. Ich dachte schon, du hast dein Fingerspitzengefühl verloren. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Ferrinos frivole Friseuse. Ganz schön sexy. Du wolltest die Prinzessin. Ja, sofort, Marco. Ich brauche nur ein bisschen mehr Zeit. Die habe ich nicht. Aber eine Friseurin macht noch lange keinen Titel, das hast du selber gesagt. Och, mit der Schlagzeile und die Bikini-Fotos? 2 Tage vor der Krönung, das wird der Hammer. Da kannst du eine Menge Fisch mit einwickeln. Scuto. Silvio. Donna Tomasi. Hoheit. Ich danke Ihnen, dass Sie so lange auf mich gewartet haben. 25 Jahre ist doch eine lange Zeit. Ich hoffe, Sie alle nicht zu enttäuschen. Kaviar. Ich liebe den Kaviar von Iwan Fürst Iwanow. Haben Sie den schon mal probiert? Entschuldigung. Königliche Hoheit, darf ich um einen Tanz bitten? Ein Walzer wäre doch nicht schlecht. Es wäre mir die größte Ehre. Links herum oder rechts herum? Lassen Sie sich doch überraschen. Ich bin kurz davor, weil wenn du jetzt mit der Geschichte rauskommst, dann war alles umsonst. Ich weiß nicht. Sie wird mir nicht mehr vertrauen. Dann ist der Palast dicht für mich. Okay, pass auf.
Fotos. In den Gemächern der Prinzessin. Sonderausgabe. Exklusiv. Eine Riesenauflage. Es wird ein Klassiker. Eine Jahrhundertausgabe. So wie bei Lady Di's Tod. Attentat. Aber die Friseuse ist auch eine scharfe Story. Vielleicht sollten wir doch jetzt damit rauskommen. Ich garantiere euch, ich komme da rein und wieder raus. Mit Fotos von der Prinzessin. Wieso bist du dir da so sicher? Weil ich ein Profi bin. Das hat Isabel vergessen. Sie wird's wiederhaben wollen. Ich setze alles auf eine Karte. Entweder du kommst morgen mit den Fotos aus dem Palast. Ich rufe zurück, Donna. Okay. Diese Story ist eine Riesensache für mich. Das Geld ist auch nicht schlecht. Klar. Du hast dich doch nicht etwa verliebt in die Kleine. Wie kommst du darauf? Weil es dann kompliziert wird. Sag jetzt nichts. Sie ist was ganz Besonderes. Du warst bezaubernd, mein Kind. Du hast sie alle verzaubert. Mit Ausnahme von Donna Tomasi, mit Verlaub. Leider muss sie akzeptieren, dass die Ferinos bleiben werden. Du hast uns gerettet, mein Kind. Genau wie dein Vater damals, obwohl er alles hinwerfen wollte. Die Monarchie, den Thron, alles nur wegen einer... Wegen was? Einer Frau und der Liebe etwa? Er kannte seine Pflichten. Danke, Sir Archibald. Isabella, Kind, das ist doch schon alles eine Ewigkeit her. Für Kinder und Verliebte dauert eine Ewigkeit am längsten. Aber jetzt ist doch alles gut. Du bist so egoistisch. Dir geht es doch nur um deine verflixte Monarchie. Dass sie nicht ausstirbt wie ein Dinosaurier. Ich bin dir doch eigentlich völlig egal, solange ich brav meine Rolle spiele. Ich wollte nur das Richtige tun. Damals wie heute. Das Richtige tun wollen ist eben nicht immer das Richtige. Damals wie heute. Isabella? Ganz ihr Vater. Oh. Oh. Kein Zweifel. Das ist sie. Eindeutig. Ich hab grad mit ihr getanzt. Mit der Friseuse? Nein, mit der Prinzessin. Die Friseuse ist unsere Prinzessin? Ja. Das ist König Viktors Tochter. Eine wunderbare Tänzerin. Also entweder hat diese Person Marco an der Nase herumgeführt oder er uns. So leichtfüßig. Ja. Oder hat er sich etwa verknallt, ihr Star-Reporter? Schlimmer. Er hat sich verliebt. In die Prinzessin?
Ist okay? Mann. Ich möchte gern bei dir bleiben. Heute. Erstmal. Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. Bitte probieren Sie es. Tja, dann muss ich die Sonderausgabe wohl selber texten. Ciao, Steuerparadies. Es lebe die Monarchie. Nein, nur das nicht. Sie ist keine echte Ferino. Deshalb müssen wir beweisen, dass sie nicht seine Tochter ist. Die Prinzessin auf der Erbse. Die Erbse des 21. Jahrhunderts. Eine DNA-Analyse von der Tochter und ihrem toten Vater. Aha. Bis morgen früh. Gute Idee. Weder haben wir hier eine Universitätsklinik, geschweige denn ein forensisches Labor. Wir sind hier in San Ferino und nicht in San Francisco. Guten Morgen, San Ferino. Die Sensation ist perfekt. Alle Gerüchte der letzten Tage haben sich bestätigt. San Ferino hat einen Thronfolger. Genau genommen eine Thronfolgerin. Hier im Palast wartet Prinzessin Isabella auf ihren großen Tag. Und wir alle fragen uns, wird sie sich bald ihrem Volk zeigen? Oder müssen wir bis morgen, bis zur Krönung warten? Ganz San Ferino weiß, dass es eine Prinzessin gibt, nur der Hof weiß nicht, wo sie ist. Hoheit, ich bestehe auf meine Entlassung. Sir Archibald, der einzige Weg, auf dem Sie diesen Palast verlassen werden, ist in einem Sarg. Bis dahin allerdings erwarte ich Ihren absoluten Einsatz bis zum letzten Atemzug dieser Monarchie. Zu Diensten. Ich habe den Verdacht, Donna und Silvio stecken mit der Presse unter einer Decke. Ich habe da eine Vermutung. Aus Ihrem Zimmer. Ja. Sie müssen Isabella finden. Was willst du denn heute noch machen? Dir die Haare schneiden. Und dann? So wenig wie möglich. Was musst du heute noch machen? Das muss ich noch entscheiden. Weiche nach Hart. Service? Marco, ich muss dir was Wichtiges sagen. Der Kaffee.
Tja. Das ist der Frosch aus dem Sack. Ich habe davon gewusst, dass alles ohne meine Einwilligung passiert. Sie sagen sollen, dass ich Reporter bin, aber ich wusste doch nicht, dass du die Prinzessin bist. Alle Augen sind auf dich gerichtet und du weißt genau, dass du nicht länger am Rockzipfel hängen kannst. Du hattest kein Recht dazu. Es ist meine Story, es sind meine Fotos. Und das ist dein Geld. Gestern überwiesen. Gib nicht alles auf einmal aus. Du wirst es brauchen. Marco. Hast du mich an der Nase herumgeführt? Heute Morgen in der Zeitung gelesen. Jeder andere auch. So muss es sein. Aber wenn du es gewusst hättest. Wenn der Schuh passt. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich hoffe, es geht ihr gut. Alles ein bisschen viel auf einmal. Ja, für alle Beteiligten. Das hat sie vergessen. Bitte geben Sie es ihr und sagen Sie ihr, dass es mir leid tut. Ich werde sie ausrichten. Ich habe das alles so nicht gewollt. Ja, das glaube ich gern. Bis morgen. Das glaube ich nicht. Der Express wird jemand anderen schicken. Umso besser. Dann eben nicht als Reporter. Mama und ich haben uns mal Berufe für dich ausgedacht. Lehrer, Automechaniker, Postbote, Arzt oder Klempner. Sogar Bankräuber oder Schauspieler.
Aber König war nie dabei. Ihr kanntet euch zwar nur 7 Tage, aber sie wäre eine richtig gute Prinzessin geworden. Sie hat dich nie richtig vergessen. Du warst immer wie ein Schatten auf ihrem Herzen. Ich weiß nicht, wie sehr mein Sohn deine Mutter geliebt hat. Ja. Ich habe die beiden auseinandergehalten. Es war falsch. Aber ich hoffe, sie jetzt wieder gut machen zu können. Verzeih mir bitte. Ich glaube, ich habe nicht das Zeug zu eurer Märchenprinzessin. Das ist mir egal. Hauptsache, ich habe dich gefunden. Isabella. Ich wusste nicht, dass er Zeitungsreporter ist. Meine Liebe, der Ferrino Express ist keine Zeitung und Marco Conti ist kein Reporter. Er ist ein Paparazzo. Weder noch. Er ist entlassen worden. Ach. Ich dachte, man wird befördert nach so einem Coup. Er war nicht selbst verantwortlich für die Veröffentlichung. Das hier haben Sie bei ihm vergessen. Ich habe mich wohl in ihn getäuscht. Danke, Archie. Guten Morgen, Sanferino. In wenigen Augenblicken findet die Suche nach einer Thronfolgerin ein Happy End. Prinzessin Isabella, Francesca, Jacqueline, Gertrude, Natascha, Camille de Ferrino hat die Monarchie gerettet. Prinzessin sucht Prinzen. Was meinen Sie, liebe Zuschauer? Wer wird der Prinz von Sanferino?
Prinzessin Isabella ist stehen geblieben. Einfach stehen geblieben. Mein Kind. Die Zeremonie. Wer ist da? Und? Ist sie hübsch? Eigentlich ist sie eher hübsch. Majestät! Ich liebe dich. Hochzeitsreise. Wir gehen auf Schatzsuche. Wir haben eine wunderschöne Krönung gesehen. Und jetzt vielleicht bald die Traumhochzeit. Wir sind soweit. Auf Sendung 3, 2, 1. Guten Morgen, Sanferino. Wir sind wieder vor Ort und werden für Sie live von den Ereignissen aus dem Palast berichten. Oh! Guten Morgen, Hoheit. Gut geschlafen, Hoheit? Archie, was mache ich denn jetzt? Küsse ich ihr die Hand? Oder mache ich einen Knicks? Oder... Seien Sie einfach Sie selbst. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Keine Bange, sie beißt nicht. Und wie spreche ich Sie an? Hallo, Oma? Königliche Hoheit, Prinzessin Isabella, Francesca, Jacqueline, Gertrude... Gertrude, Natascha, Camille de Ferrino. Willkommen, mein Kind. Guten Tag.
Es ist sicher alles ein bisschen viel auf einmal und so unerwartet. Ja, das stimmt. Ich hatte eigentlich was anderes vor. Wie können wir helfen? Oh, Gertrude. Woher kommt das? Also ich meine, Isabella, Francesca, Camille und so weiter ist ja alles wunderbar, aber Gertrude? Gertrude Gräfin von Meierhof, Cousine dritten Grades aus dem Haus der Herzberger. Ah, und kann diese Gertrude nicht einfach Prinzessin werden? Die Verfassung verlangt einen Erben in der direkten Linie. König Viktor III. War mein einziger Sohn. Und nach dem tragischen Autounfall mit seiner Gattin... Woher wusstet ihr denn überhaupt, dass es mich gibt? Ich meine, 25 Jahre später? Mein Sohn und deine Mutter waren damals sehr jung, sehr verliebt und, naja, spontan. Und Archibald hat es ja tatsächlich geschafft, dich ausfindig zu machen. Es tut mir leid, dass ich deine Mutter nie kennengelernt habe. Sie muss ein guter Mensch gewesen sein. Sie war halt meine Mutter. Warum hat er sich nie bei uns gemeldet? Deine Mutter wusste nicht, wer Viktor wirklich war. König Viktor war damals inkognito in Berlin. An dem Tag, als sein Vater, Leopold II., plötzlich verstarb, musste er Berlin sofort verlassen. Die Krönung und sein sofortiger Amtsantritt waren unumgänglich. Er hat meine Mutter einfach sitzen lassen. Er hatte keine Wahl. Er war ihre große Liebe. Die Monarchie brauchte ihn. Und jetzt braucht ihr mich? Das Volk von Sanferino braucht dich. Das Volk. Also so ein richtiges Volk. Und wie viel sind so ein Volk? 20.173 nach dem Stand der vorgestrigen Zählung. Und die soll ich alle regieren? Nach der Krönung bist du das Staatsoberhaupt. Nach der Krönung? Also richtig mit Krone und Thron und so? Der kommende Sonntag wird zum nationalen Feiertag deklariert. Der kommende Sonntag? Andernfalls erlischt die Monarchie. Als erstes brauchen wir eine neue Garderobe. Oh, shoppen, das mache ich gut und sehr, sehr gerne. Die Shops kommen zu uns, Isabella. Reiten? Skaten? Fechten? Fußball? Das Kleid für die Krönung, damit fangen wir an. Bogenschießen? Oh, das klingt nicht schlecht. Sprachen? Nein. Musikausbildung? Blockflöte. Studium? Semester 2,5 Pädagogik. Auslandsreisen? Mallorca, Ibiza, Mecklenburgische Seenplatte, damals noch Ausland. Wohltätigkeitsorganisation, UNICEF, Greenpeace, Amnesty. Hertha BSC. Persönliche Leidenschaften? Meine Liebhaber? Das ist es. Ah, super. Oh. Also es ist sehr schön, aber ich bin ja schon eher der bequemere Typ. Aber nicht bei einer Krönung. Naja, wäre doch mal was anderes, oder nicht? Archibald, wir müssen Ihre Haltung verbessern. Als ist sie das? Zum Proben.
Und wer ist er? Mit dem hat alles angefangen. Kapitän Ferrino. 1611 befreit er das arme Inselvolk von der Fremdherrschaft. Ein Pirat. Ich habe Piratenblut in meinen Adern. Er ist ja nicht besonders alt geworden. Er musste seine Ehre in einem Duell verteidigen. Eine tragische Liebesgeschichte? Eine Familienmarotte. Ach, ein sehr lesenswertes Buch übrigens. Oh. Naja, solange es keine Tests gibt. Kaviar. Ein Geschenk von Ivan, Fürst Ivanov. Cousin 6. Grades St. Petersburg. Mmh. Er schmeckt köstlich. Mmh. Hier jetzt? Mmh. Im Salon. Soll ich sie wegschicken? Wen, mich? Nein. Die Aasgeier, die schon seit Monaten über dem Kadaver der Monarchie kommt. Donna Tomasi und Silvius Kuko, die zwei hartnäckigsten Vertreter des Kabinetts. Aber sie zu vertrösten wäre suspekt. Allerdings, es ist kein günstiger Moment, ihn Isabella vorzustellen. Hm. Entschuldigung. Ich verstehe. Ich habe eh einiges nachzuholen. Sie finden den Weg alleine? Auf jeden Fall, Archie. Ich habe ein Orientierungssinn wie eine Brieftaube. Bis später. Oma. Verzeihung. Hoheit. Oma. Ein Thronfolger bereitsteht, dann haben wir als Mitglieder des Kabinetts doch ein Recht, den Prinz kennenzulernen. Sie, Donna, ein Chauvinist. Wie bitte? Kein Prinz? Eine Prinzessin. Sie haben es erfasst. Ach, und diese Prinzessin ist eben mal rechtzeitig aus einem 100-jährigen Schlaf erwacht, um ihre Monarchie zu retten. Nein, die 7 Zwerge haben sie vorbeigebracht in einer Kürbiskutsche. Wer ist sie? Wo kommt sie plötzlich her? Das ist doch völlig unmöglich. In ganz San Ferino gibt es keinen blutverwandten Erben. Sie haben ja so recht, meine Liebe. Geduld. Der Hof wird ein Bulletin herausgeben in den nächsten Tagen. Diese Monarchie hat nicht mal ganze 5 Tage Hoheit. Sie hängt am letzten Faden. Ich weiß, Sie würden es genießen, der Monarchie den letzten Dolchstoß zu versetzen. Wenn es die Zukunft San Ferinos so will. Die Zukunft? Ein Steuerparadies mit Bettenburgen, geheimen Bankkonten und inoffiziellen Briefkastenfirmen? Finanzielle Einnahmen, von denen ganz San Ferino profitieren wird. Und Sie am meisten, Donna Tomasi. Tatsache ist, Sie können dem Volk am Sonntag nicht einfach eine Prinzessin vorsetzen. Hoheit, das wissen Sie selbst. Mhm.
Ich bin die neue... Ich bin die neue Prinzessin, Principessa. Ich muss da rein. Nein, keine Führung. Ich bin die Prinzessin. Sai che succede quando sono con te? Anche questo succede quando sono con te. Senti che pace quando sono con te. Schöner Tag für eine Spritztour. Das stimmt, ja. Respiro profondo. Mein Roller steht da vorne. Per tutto quello che c'è di te. Ma stare con te è come stare con Dio. Mi sento parte del mondo che sento più mio. Tutto questo succede quando sono con te. Da haben wir wohl jetzt ein kleines Problem. Ach nein. Ganz heiß von Helenas Kabinettspitze. Auf jeden Fall weiblich. Hm? Berlin. Berlin? Sie sind die neue... Marco, was soll ich jetzt machen? Vom Palast rumhängen, oder was? Halt doch einfach mal die Augen auf und deine Hormone im Griff, okay? Gut, super, danke, ciao. Sie haben den Job. Glückwunsch. Na ja, links herum oder rechts herum? Lassen Sie sich doch überraschen. Ich bin kurz davor, aber wenn du jetzt mit der Geschichte rauskommst, dann war alles umsonst. Ich weiß nicht. Sie wird mir nicht mehr vertrauen. Dann ist der Palast dicht für mich. Okay, pass auf. Fotos. In den Gemächern der Prinzessin. Sonderausgabe. Exklusiv. Eine Riesenauflage. Es wird ein Klassiker. Eine Jahrhundertausgabe. So wie bei Lady Di's Tod. Attentat. Hm. Aber die Friseuse ist auch eine scharfe Story. Vielleicht sollten wir doch jetzt damit rauskommen. Ich garantiere euch, ich komme da rein und wieder raus. Mit Fotos von der Prinzessin. Wieso bist du dir da so sicher? Weil ich ein Profi bin. Das hat Isabel vergessen. Sie wird's wiederhaben wollen. Ich setze alles auf eine Karte. Entweder du kommst morgen mit den Fotos aus dem Palast. Ich rufe zurück, Donna. Okay. Diese Story ist eine Riesensache für mich. Das Geld ist auch nicht schlecht. Klar. Du hast dich doch nicht etwa verliebt in die Kleine. Wie kommst du darauf? Weil es dann kompliziert wird. Sag jetzt nichts. Sie ist was ganz Besonderes. Du warst bezaubernd, mein Kind. Du hast sie alle verzaubert. Mit Ausnahme von Donna Tomasi, mit Verlaub. Leider muss sie akzeptieren, dass die Ferinos bleiben werden. Du hast uns gerettet, mein Kind. Genau wie dein Vater damals, obwohl er alles hinwerfen wollte. Die Monarchie, den Thron, alles nur wegen einer... Wegen was? Einer Frau und der Liebe etwa?
Er kannte seine Pflichten. Danke, Sir Archibald. Isabella, Kind, das ist doch schon alles eine Ewigkeit her. Für Kinder und Verliebte dauert eine Ewigkeit am längsten. Aber jetzt ist doch alles gut. Du bist so egoistisch. Dir geht es doch nur um deine verflixte Monarchie. Dass sie nicht ausstirbt wie ein Dinosaurier. Ich bin dir doch eigentlich völlig egal, solange ich brav meine Rolle spiele. Ich wollte nur das Richtige tun. Damals wie heute. Das Richtige tun wollen ist eben nicht immer das Richtige. Damals wie heute. Isabella? Ganz ihr Vater. Kein Zweifel. Das ist sie. Eindeutig. Ich habe gerade mit ihr getanzt. Mit der Friseuse? Nein, mit der Prinzessin. Die Friseuse ist unsere Prinzessin? Ja, das ist König Viktors Tochter. Eine wunderbare Tänzerin. Also entweder hat diese Person Marco an der Nase herumgeführt oder er uns. So leichtfüßig. Ja. Oder hat er sich etwa verknallt, ihr Star-Reporter? Schlimmer. Er hat sich verliebt. In die Prinzessin? Ist okay? Mann. Ich möchte gern bei dir bleiben. Heute. Erstmal. Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen.
Bitte probieren Sie es. Tja, dann muss ich die Sonderausgabe wohl selber texten. Ciao, Steuerparadies. Es lebe die Monarchie. Nein, nur das nicht. Sie ist keine echte Ferino. Deshalb müssen wir beweisen, dass sie nicht seine Tochter ist. Die Prinzessin auf der Erbse. Die Erbse des 21. Jahrhunderts. Eine DNA-Analyse von der Tochter und ihrem toten Vater. Aha. Bis morgen früh. Gute Idee. Weder haben wir hier eine Universitätsklinik, geschweige denn ein forensisches Labor. Wir sind hier in San Ferino und nicht in San Francisco. Guten Morgen, San Ferino. Die Sensation ist perfekt. Alle Gerüchte der letzten Tage haben sich bestätigt. San Ferino hat einen Thronfolger. Genau genommen eine Thronfolgerin. Hier im Palast wartet Prinzessin Isabella auf ihren großen Tag. Und wir alle fragen uns, wird sie sich bald ihrem Volk zeigen? Oder müssen wir bis morgen, bis zur Krönung warten? Ganz San Ferino weiß, dass es eine Prinzessin gibt. Nur der Hof weiß nicht, wo sie ist. Hoheit, ich bestehe auf meine Entlassung. Sir Archibald, der einzige Weg, auf dem Sie diesen Palast verlassen werden, ist in einem Sarg. Bis dahin allerdings erwarte ich Ihren absoluten Einsatz bis zum letzten Atemzug dieser Monarchie. Zu Diensten. Ich habe den Verdacht, Donner und Silvio stecken mit der Presse unter einer Decke. Ich habe da eine Vermutung. Aus Ihrem Zimmer. Ja. Sie müssen Isabella finden. Was willst du denn heute noch machen? Dir die Haare schneiden. Und dann? So wenig wie möglich. Was musst du heute noch machen? Das muss ich noch entscheiden. Weiche nach Hart. Service? Marco, ich muss dir was Wichtiges sagen. Der Kaffee. Aus dem Sack. Ich habe davon gewusst, dass alles ohne meine Einwilligung passiert. Ich hätte sagen sollen, dass ich Reporter bin, aber ich wusste doch nicht, dass du die Prinzessin bist. Sind auf dich gerichtet und du weißt genau, dass du nicht länger am Rockzipfel hängen kannst.
irgendjemand muss es ja machen. Naja, bist du bestimmt eine Menge Verantwortung, oder? Hm. Als Friseurin gehört man ja schließlich zum intimsten Kreis der Prinzessin. Als was? Entschuldigung, sagt man eher Stylistin, Beauty Consultant? Nein. Friseurin ist vollkommen okay. Okay, gut. Friseurin also. Und? Schon was zu sehen bekommen? Seit gestern? Naja, nicht wirklich viel. Prego, Signora. Ah, jetzt habe ich auch noch mein Geld vergessen. Ah, ist okay, lassen Sie mich das machen. Ah, nein, das ist wirklich nicht nötig. Grazie, Signore, Signora. Dankeschön. Ich muss jetzt wieder zurück. Die Prinzessin hübsch machen. Wie meinen Sie das denn? Na, ist sie hübsch oder braucht sie viel Hilfe? Also eigentlich ist sie eher hübsch. Eigentlich. Ich habe sie bisher einmal kurz treffen können. Schon haben Sie mehr gesehen als jeder andere hier in San Ferino. Ist es denn so wichtig, dass sie hübsch ist? Ja, was San Ferino brauchen könnte, das wäre eine richtige Märchenprinzessin. Tja, die gibt's aber auch nur im Märchen. Meistens nur mit Prinz. Oder Frosch. Das würde Ihren Job doch auch leichter machen, oder? Wie? Ja, wenn sie nicht erst von einem Frosch verwandelt werden müsste. Das war doch der Prinz. Stimmt, mit dem Kuss. Ich glaube, ich äußere mich jetzt nicht mehr zum Thema Prinzessin. Klar, Schweigepflicht. Ganz genau. Na, Sonntag ist die Katze eh aus dem Sack. Oder der Frosch. Scusi, pardon. Alles okay bei Ihnen? Ja. Und, habt ihr sie ich gefunden? Ich habe nur die Bilder gesehen. Das ist doch der Dom, oder? Ja, das ist der Dom. Ich habe schon so viel von diesem Dom gehört. Den haben wir den Venezianern zu verdanken. Irgendwann waren sie alle mal dran. Kelten, Römer, Herzberger und Zollern. Und die Ferinos. Ja. In letzter Sekunde gerettet von ihrer neuen Chefin. Oh. Sie sind kein Fan der Monarchie? Könnte das Geld sinnvoller investieren. In Schulen zum Beispiel, Spielplätze, Universität. Wie findet es übrigens statt? Was? Die Krönung am Sonntag. Ach so. Ja. Stimmt. Haben Sie denn schon eine Frisur entworfen, damit die Krone richtig sitzt? Kurze Haare? Lange Haare? Brünett? Blond? Schweigepflicht? Entschuldigung. Bin eben genauso neugierig auf unser neues Oberhaupt wie das ganze restliche Volk von San Ferino auch. Ich merk's. Wieder in den Palast zu kommen. Am besten durch den Haupteingang. Wie wäre es noch einen kleinen Schluck zur Feier des Tages? Zur Feier? Auf unser Wiedersehen. Stimmt, ist schon sehr komisch. Marco ist da. Und er ist nicht allein. Das ist was Besonderes. Was redest du für ein Blödsinn? Bella. Sie ist etwas ganz Besonderes. Wann ist es denn soweit? Schon eine Woche drüber. Das Baby wartet, damit es mit der Krönung zusammenpasst. Ja, oder mit dem Ende der Monarchie. Nein, nein. Es gibt endlich eine neue Principessa. Ah. Tja, wie immer. Luigi ist bestens informiert. Lange nicht so gut wie du bei deinem Beruf. Aber ich würze es in der Gerüchteküche und serviere es meinen Stammkunden. Sagen Sie, was machen Sie jetzt eigentlich beruflich? Ich bin im Immobilienmakler. Also hauptsächlich für Objekte, die am Meer liegen. Ach, und deshalb waren Sie in Berlin? Ein Kunde, ja. Der wollte eine Insel kaufen. Eine Insel? Eine ganze Insel? Ja, eine ganze kleine Insel. Tja, ich verführe die Kunden hier mit dem Blick aufs Meer und Luigi da mit seiner Küche. Gerüchteküche. Ich war Luigi? Ja. Verführen, das tun wir. Ich hole einen Besen. Bring die Polaroid mit. Die Polaroid? Klar, Erinnerungsfoto für die Wall of Fame. Wall of Fame?
Die Ahnengalerie. Luigis Stammkunden. Und wer ist das hier? Das ist Helena, meine Chefin. Aha. Ferino Express. Ferino Express Immobilien, weil wir so schnell sind. Schnell und gut. Mhm. So. Ja. Okay, mit mir und so, ja? Aber Sie müssen mit drauf machen. Okay. So, super. Dann noch eins mit der jungen Dame alleine. Oh, der Film ist alle. Luisa, haben wir noch mehr Film? Nein, Luigi. Ja, wie? Nein. Nein. Was nein? Ja, nein eben. Ich brauch das. Nein eben. Aber es ist schon in Ordnung. Ich hab hier mein Foto. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen, aber ich muss jetzt leider gehen. Ja, und das nächste Mal besorge ich noch mehr Film für eine Pinnwand. Nur mit dem Gesicht dieser schönen Frau. Mach dich nicht lächerlich, Luigi. Ach. Also vielen Dank nochmal, ja? Au! Oh! Geht's? Mhm. Danke. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich nicht gleich am zweiten Tag mit dem fremden Mann auftauche. Wie wär's mit dem fremden Mann und einer kleinen Bootstour morgen Nachmittag? Morgen habe ich volles Programm. Das hängt von der Prinzessin ab. Klar. Es geht zu einer Pirateninsel. Ich bin ab 4 am Hafen, ganz einfach zu finden. Und die Angela auch. So heißt das Boot. Ich kann's nicht versprechen. Danke. Marco! Mensch, Rocco, wo warst denn du? Hast du deine Kamera dabei? Super, gibt's sie auch in unauffällig? Komm, mach hin. Vorne am Tor die Friseurin. Ich bin die neue Prinzessin. Prinzessin? So can you call Archibald Kent? Guardia numero uno richiede Archibald Kent. Okay, reicht. Süß. Findest du? Von der würde ich mir nicht nur die Haare schneiden lassen. Mich interessiert nur die Prinzessin. Okay. Okay. Dankeschön. Sag Titelfoto. Prinzessin Isabella, Ihr heutiger Auftritt war unvertretbar, unverantwortlich und rücksichtslos. Der Palast und Königin Mutter sind zutiefst besorgt. Königliche Hoheit sind verletzt. Oh, ja, ich hab... Archie? Archie? Langsam, Archie, langsam. Lassen Sie mich raten. 85 Kilogramm? Mein Gewicht steht hier nicht zur Debatte, Prinzessin Isabella. Oh, Isabella. So hat mich meine Mutter nur genannt, wenn ich wieder Mist gebaut hatte. Das ist wohl hier der Fall. Ich war halt neugierig. Ich wollte mich ein bisschen unter das Volk mischen. 86 Kilo. Ich will Fotos von der Prinzessin und nicht von der Friseuse. Die kommen noch. Sonntag nach der Krönung? Wenn ich es richtig mache, werde ich ja gar nicht eingeladen. Dann mach es endlich richtig. Ja, für Sie. Also nicht in die Morgenausgabe. Wir sind der Express. Unsere Leser erwarten Sensationen auf der Titelseite und momentan gibt's nur eine Sensation, aber die haben wir nicht. Die Friseurin ist ein super Aufmacher mit der richtigen Schlagzeile. UFO landet in Ferino. Kennedy wird König. Niemand ist
so nah dran wie ich. Okay? Nein, die Ausgabe bleibt so, wie sie ist. Die Monarchie... Sie steht auf dem Spiel. Und ich bin Luke Skywalker. Frodo? John Wayne? Unsinn. Die Monarchie ist etwas durchaus Repräsentatives. Nicht mehr und nicht weniger. Sie ist das Fundament von San Ferino seit 500 Jahren. Und mit ihrer Hilfe, Hoheit, können wir die Verbindung zur Vergangenheit und zur Tradition wiederherstellen. Wer würde mich denn als Prinzessin wollen? Ich jedenfalls nicht. San Ferino will eine echte Märchenprinzessin. Wer möchte das nicht? Ich zum Beispiel. Was möchte denn die Friseurin? Vielleicht einen Märchenprinzen? Nein, will sie nicht. Sondern? Ich will einen Mann, der mich so liebt, wie ich bin. Und sie nicht sitzen lässt, nehme ich an. Ja. So einen wie Sie, Archie. Nur eben jünger. Bitte tun Sie mir einen Gefallen und verschwinden Sie nicht wieder spurlos, ja? Und bitte halten Sie sich von der Presse und von den Paparazzi fern. Ach, aber mich kennt kein Mensch. Niemand hat die neue Prinzessin bisher gesehen. Ich bin das bestbehütete Geheimnis von ganz San Ferino. Au! Und so soll es auch bleiben. Hoheit. Oma. Mein Kind. Du fühlst dich besser? Besser? Ja, alles in Ordnung. Ich fühlte mich nur etwas erschöpft. Archie, bald hilft meinem Monarchieverständnis etwas auf die Sprünge. 500 Jahre lebende Tradition, das Fundament der Vergangenheit. Sehr gut. Leider ist es mir nicht gelungen, den Kabinettsausschuss zu vertrösten. Oh, das tut mir leid. Daher gibt es morgen Abend einen kleinen Empfang, um zu beweisen, dass es tatsächlich den Gerüchten entsprechend eine leibhaftige Prinzessin wird. Morgen Abend, 19.30 Uhr im kleinen Salon. Gute Nacht, mein Kind. Gute Nacht. Und Archibald, quälen Sie Isabella nicht zu lange mit dem langweiligen Monarchiekram. Eine Prinzessin braucht ihren Schönheitsschleier. Allerdings nicht länger als 100 Jahre. Guten Morgen, San Ferino. Ganz San Ferino stellt sich im Moment nur diese eine Frage. Verbirgt sich hinter diesen Mauern tatsächlich eine Prinzessin? Oder erleben wir gerade die letzten Tage der Monarchie in San Ferino? Der Palast hüllt sich in Schweigen. Aber was meinen Sie, liebe Zuschauer? Rufen Sie uns jetzt an. Helena? Donna, was gibt's denn? Ich hab was für Sie. Nur für mich? Exklusiv? Natürlich exklusiv. Wissen Sie, was heute im Palast passiert? Meine Leser lieben alles, was im Palast passiert. Ein großer Empfang. We'll be right back.
500 Jahren bleiben nur noch 5 Tage. Wir werden jede Minute nutzen, Hoheit. Unsere langen Ermittlungen haben sich gelohnt. Alles auf einen vagen Verdacht hin? Wer nicht wagt, die Daten stimmen alle überein. Sie ist unsere letzte Hoffnung. Viel Erfolg in Berlin, Archibald. Wie hältst du das nur aus hier? Ich hätte dir ein ruhigeres Plätzchen suchen sollen, Mama. Sie sind ein Genie, Isabel. Ich danke Ihnen. Vorne wartet ein Kunde auf dich. Geld und Manieren, ganz seltene Kombination. Ich werde ihn vertrösten müssen. Er hat extra nach dir gefragt. Herz ein. Ja, wirst du eh nicht lang anbehalten. Mama, das ist ein Date und keine Liebesnacht. Ja, noch ein. Guten Tag, ich bin Isabel. Sehr erfreut. Gestatten, Archibald Kent, Gesandter des Königreichs Sanferino. Zu Ihren Diensten. Ja, ich denke, da lässt sich was machen. Wie mein? Haben Sie schon mal über eine Tönung nachgedacht? Tönung? Das ist für Männer in Ihrem Alter völlig okay. Politiker machen Sie auch. Politiker? Ja. Ist es in Ordnung, wenn Sie in einer Stunde wiederkommen? Ich habe nämlich jetzt Mittag. Darf ich Königin Hoheit vielleicht begleiten? Das ist sehr freundlich, aber ich habe schon eine Verabredung. Entschuldigen Sie bitte meine Anmaßung. Titelfoto. Wiedersehen. Tschüss. Entschuldigung. Oh. Ich hoffe, es ist nichts kaputt gegangen. Sorry. Danke. Bekommt man da drinnen einen anständigen Haarschnitt? Bei mir schon. Ganz schön weite Reise für einen Haarschnitt. Naja, ist nicht gerade Paris oder London, aber immerhin die beste Adresse in Berlin. Hat Königin Mutter Sie etwa geschickt, um einen Stylisten zu finden? Für eine etwaige Krönung vielleicht? Mein lieber Conti, selbst wenn dem so wäre, hätte ich keine Lust, das morgen im Ferrino-Express zu lesen. Ach, ewige Geheimnistuerei. Warum nicht gleich die Wahrheit sagen? Ne? Genauso entstehen wilde Gerüchte. Selbst die Wahrheit braucht ihren richtigen Moment. Sie entschuldigen mich. Die Hoheit, aber die Zeit drängt. Soll ich Ihnen jetzt hier die Haare machen? Wir haben wichtigere Dinge zu besprechen. Entschuldigung. Sorry, hab es mir anders überlegt. Was für ein Mistkerl. Wie meinen? Das ist doch eine Unverschämtheit. Lässt mich einfach so hier sitzen und dann auch noch per SMS. Ich meine, wer bin ich denn? Genau deshalb bin ich hier, königliche Hoheit. Was soll denn eigentlich der Quatsch mit königlicher Hoheit? So, und jetzt noch mal von vorne. Thronfolgerin von, wie heißt dieser Zwergenstaat? Sanferino. Habt ihr schon mal was von Sanferino gehört? Nein. Ich soll da Prinzessin werden. Das ist typisch. Da werde ich Prinzessin von einem Zwergenstaat, den kein Mensch kennt. Das Amulett. Aber eine Prinzessin wird nicht einfach so per SMS sitzen gelassen. Hab's mir anders. Das Amulett gehört Ihrer Gut, Mutter. Wir kannten uns das Amulett gehört Ihrer verstorbenen Mutter. Gut geraten. Es ist das Wappen von Sanferino. Nur leider fehlt ein Teil. Darf ich?
König Victor hat dieses Amulett ihrer Mutter, Eva Roland, am 1. Mai 1979 geschenkt. Die beiden waren sehr ineinander verliebt, kannten sich aber nur 7 Tage. Das liegt bei uns in der Familie. Und 9 Monate später, am 11. Februar 1980, genau gesagt, mein Geburtstag, wurde die Thronfolgerin geboren. Ich? Eine Thronfolgerin. Dann ist König Victor mein Vater. War. Er ist tot? Ja. Ein tragischer Unfall vor 3 Monaten. Da weiß ich endlich, wer mein Vater ist, und schon ist er tot. Deshalb bin ich hier. Jetzt verstehe ich. Das freut mich. Wo ist sie? Wer? Versteckte Kamera. Die Kamera. Irgendwo ist sie doch. Haben Sie sie in Ihrem Knopfloch versteckt? Das ist doch keine Kamera. Ach, Sie stecken doch mit diesem Feigling unter einer Decke. Das ist doch keine Fernsehshow. Das ist ein Container. Mit mehreren Kandidaten, die Prinzessin werden wollen. Wer wird die Prinzessin? Nein, es gibt hier keine Kandidaten oder Kandidatinnen. Sie sind eine wirkliche Prinzessin. Sieht so eine Prinzessin aus? Wie sieht denn Ihrer Meinung nach eine Prinzessin aus? Ich weiß es nicht, so jedenfalls nicht. Hoheit, die Monarchie braucht Sie. Sie müssen es versuchen. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich muss gar nichts. Kapieren Sie das endlich, Sie Märchenonkel. Ich habe mich wohl getäuscht. Sie entschuldigen. Darf es sonst etwas sein, Hoheit? Prinzessin werden. Weil San Ferino 300 Sonnentage im Jahr hat. Und mein Job? Meine Wohnung? Meine Klamotten? Darum werde ich mich persönlich kümmern. Archie, kennen Sie eigentlich die Geschichte von dem mutigen Piraten und der schusseligen Prinzessin? Nein. Meine Mutter hat mir die immer erzählt, wenn ich nicht einschlafen konnte. Es gab da mal eine Prinzessin. Willkommen in San Ferino.
Ist er das? Das ist Victor Eduardo Alexander Ricardo de Farino, der Dritte. Ihr Vater. Ist Ihnen unwohl? Der lange Flug? Augenblick. Kannten Sie meine Mutter? Leider nicht. Kein Zweifel. Der Hof hat eine Stylistin angeheuert. Sicher? Umsonst sollte er zum besten Salon in Berlin gehen. Zum Haare schneiden vielleicht. Vielleicht, wenn der Alte den nicht entwischt wäre? Was sagt denn der Salon? Tut natürlich so, als wissen Sie von nichts. Je mehr ein Gerücht dementiert wird, desto wahrer ist es. Stimmt. Das heißt, es gibt einen Thronfolger. Und eine Krönung? Tja, Prinz oder Prinzessin? Genau. Zu spät für die Morgenausgabe. Leider wahr. Aber vielleicht doch besser, die Monarchie nicht gleich an die Defensive zu zwingen. Rocco, du bleibst morgen vorm Palast den ganzen Tag. Alles klar, Chef. Ich hol mir Donna und Silvio ans Telefon. Lieber die gute alte Krone als diese beiden miesen Spekulanten. Das ist mir egal. Hauptsache, es verkauft Zeitung. Ja. Und du, mein Star-Reporter, du machst dich morgen an die Friseuse ran. Mit all deinem Charme und Verführungskünsten. Es kostet extra. Ich muss mich jetzt um die Details der Krönung kümmern. Entspann dich ein wenig für den Empfang heute Abend. Alles wird gut. Das mache ich, Oma. Königliche Hoheit. Oh, und was kommt jetzt noch? Grace Kelly. Unauffällig, elegant, inkognito. Wie mein Vater damals in Berlin. Richtig, unerkannt. Sie haben heute sehr viel gelernt, Königliche Hoheit. Wir sehen uns heute Abend beim Empfang. Sie kennen den Weg? Noch ist es eine Pirateninsel. Im Kabinett wird demnächst darüber abgestimmt, ob hier nicht vielleicht ein größerer Hotelkomplex errichtet wird. Wie, aber das ist doch historisch hier.
Denkmalschutz. Von hier aus hat doch Kapitän Ferrino seine Revolution gestartet. Revolution? Er war scharf aufs Gold und auf die Frauen. Ja gut, er hat die Leute unabhängig walten lassen, aber wahrscheinlich auch nur, weil er für den Rest zu faul war. Ich denke, er ist aus Liebe in einem Duell gestorben. Das ist Palastpropaganda. Er hat dem Landbesitzer seine Frau ausgespannt und dann das Gold geraubt. Und der Legende nach hat er hier irgendwo seinen Schatz versteckt. Und jetzt verstecken wir uns hier. Mhm. Damit wir ungestört essen können. Na dann. Danke für die Mühe und die Zeit. Sagen Sie das Luisa und Luigi. Die haben das Ganze für uns zubereitet. Bitte. Ach so. Picknick aus der Gerüchteküche? Isabel. Alles bereit? Davon gehe ich aus, Moral. Und Isabella, ist sie nervös? Warum sollte sie? Es ist ihr Debüt. Soll ich gehen und ihr Mut machen? Nein, sie schafft das schon alleine. Eine echte Ferrino eben. Wie bist du eigentlich zum Haare machen gekommen? Meine Mutter war Garderobiere am Theater. Und bei uns zu Hause lagen immer Stecknadeln rum. Und damit habe ich meinen Barbie-Puppen immer die Haare hochgesteckt. So richtig die ganze Stecknadel durch den Schädel ins Gehirn. Die Geschichte würde ich deiner Prinzessin nicht erzählen. Naja, und nach meiner Friseurausbildung habe ich dann selbst ein paar Jahre am Theater gearbeitet. Bis vor einem Jahr, als meine Mutter gestorben ist. Ich konnte nicht mehr ans Theater zurück. Zu viele Erinnerungen. Ja. Die sind wie ein Rockzipfel, an dem man hängt. Es gab mal einen kleinen Jungen, der war ein echtes Muttersöhnchen. Wahre Geschichte? Hat meine Mutter mir erzählt. Na dann. Der Kleine wich nie von seiner Mutters Seite. Aber nicht, weil er Angst hatte, sondern weil er damals schon wusste, dass er später einem 2-Tonnen-Stier gegenüberstehen würde. Im tiefsten Inneren wusste er, dass eine große Aufgabe auf ihn wartete. Er wurde der berühmteste Stierkämpfer aller Zeiten. Anolete. Ja, genau. Manuel Laureano Rodriguez Sanchez, der Elvis des modernen Stierkampfs. Ich hatte den Namen vergessen. Manolete. Welche große Aufgabe wartet auf dich? Erstmal der Empfang. Ich muss noch ein paar Fotos machen. Für einen Kunden. Kannst du so lange baden, wenn du magst. Okay. Okay, probier mal. Und? Nee, noch nicht, warte. Okay, probier es noch mal. Okay, lass es. Das ist ja wirklich sehr komisch. Das mechanische Universum ist mir ein Mysterium. Waschen, trocknen, legen? Meine Maschine dreht sich immer ein bisschen. Ach, und das bringt's? Ja, wenn's funktioniert, ja. Oh. Nein. Was? Das Amulett von meiner Mutter. Oh.
Danke. Ich muss zum Empfang. Der Motor springt doch gar nicht an. Das stimmt. Scheint, die Sache hat sich von selbst erledigt. Es gibt eine echte Friseuse, aber keine echte Prinzessin. Vielleicht hat sie einen Glasslipper verloren. Oder sie hat sich auf dem Weg von der Küche hierher verlaufen. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Haben Sie mir etwas zu sagen, Archibald? Hoheit, ich bitte um meine Entlassung. Unsinn. Signora, aspetti! Bella, bella! Mamma mia. Lassen Sie die Farce hier ab und dann finden Sie Isabella. Sehr verehrten Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Für die große Absage. Für Königliche Hoheit, Prinzessin Isabella, Francesca, Jacqueline, Gertrude, Natascha, Camille de Ferrino. Eine echte Ferrino? Nie im Leben. Tochter und Thronfolgerin unseres verstorbenen Monarchen. Tochter. Sensationell, Marco. Gute Arbeit. Ich dachte schon, du hast dein Fingerspitzengefühl verloren. Ist wie mit dem Fahrradfahren. Ferrinos frivole Friseuse. Ganz schön sexy. Du wolltest die Prinzessin. Ja, sofort, Marco. Ich brauche nur ein bisschen mehr Zeit. Die habe ich nicht. Aber eine Friseurin macht noch lange keinen Titel, das hast du selber gesagt. Och, mit der Schlagzeile und die Bikini-Fotos? 2 Tage vor der Krönung, das wird der Hammer. Da kannst du eine Menge Fisch mit einwickeln. Scuto. Silvio. Donna Tomasi. Hoheit. Ich danke Ihnen, dass Sie so lange auf mich gewartet haben. 25 Jahre ist doch eine lange Zeit.
Ich hoffe, Sie alle nicht zu enttäuschen. Ich liebe den Kaviar von Iwan Fürst Iwanow. Haben Sie den schon mal probiert? Entschuldigung. Königliche Hoheit. Darf ich um einen Tanz bitten? Ein Walzer wäre doch nicht schlecht. Es wäre mir die größte Ehre.